Hallöchen und ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Videoreihe, in der wir uns heute und in den nächsten Videos verschiedene Instrumentenanflüge zusammen anschauen wollen. Ganz grundsätzlich unterscheidet man ja zwischen Präzisionsanflügen und Nicht-Präzisionsanflügen. Bei einem Präzisionsanflug, zum Beispiel einem ILS, also einem Instrumentenlandesystem, haben wir eine vertikale und eine laterale Navigation. Es wird also ein Signal vom Boden ausgestrahlt und das sagt uns, ob wir zu hoch sind oder zu tief sind oder zu weit links oder zu weit rechts sind. Bei Nicht-Präzisionsanflügen hat man dagegen nur eine laterale Navigation. Soll aber nicht heißen, dass die Anflüge ungenau oder unsicher sind, nur halt eben nicht so präzise wie bei einem ILS zum Beispiel, weil wir halt eben keine Höheninformation haben. Wir wollen uns in den nächsten Videos vor allem die zweite Art von Anflügen anschauen, also Non-Precision Approaches oder Nicht-Präzisionsanflüge. Wenn ihr wissen wollt, wie man ein ILS fliegt, schaut euch einfach das Tutorial des jeweiligen Fliegers auf dem Kanal an, da habe ich euch das gezeigt. Heute wollen wir mit einem der ältesten und auch vergleichsweise wenigsten präzisen Anflugsverfahren anfangen, dem NDB-Anflug. NDB steht für Non-Directional Beacon und ist ein ungerichtetes Funkfeuer, sieht zum Beispiel so aus wie so eine Antenne. Diese Antenne schickt ein dauerhaftes Signal in alle Richtungen und unser Flugzeug kann dieses Signal dann aufgreifen und die Richtung des Signals darstellen. Mehr aber auch nicht. Wir können also nicht wie beim VOR einfach ein Radial abfliegen, sondern wir wissen nur, wo das Signal von uns aus gesehen herkommt. So ein NDB finden wir zum Beispiel in München mit dem MIC-NDB. Das NDB sendet auf einer bestimmten Frequenz, bei unserem Beispiel also auf 426 kHz. Jedes NDB hat auch einen zwei- oder dreistelligen Identifier, also einen Identifizierungscode, sowie einen Morsecode. Dieser Morsecode wird ebenfalls mit dem NDB ausgesendet und hat vor allem früher dazu gedient, einfach zu schauen, ob man wirklich das richtige Signal empfängt. Wir können uns den Morsecode also anhören und wenn die Abfolge an kurzen und langen Tönen mit denen unseres NDBs übereinstimmt, dann haben wir das richtige Signal. Im Flugzeug geben wir das NDB dann in unseren ADF ein, den Automatic Direction Finder. Ich fasse also nochmal zusammen. Wir haben ein ungerichtetes Funkfeuer und unser Flugzeug kann die Richtung anpeilen, wo das Funkfeuer von uns aus gesehen steht. Jetzt brauchen wir nur noch wissen, wann wir sinken müssen und schon können wir damit einen Anflug fliegen. Und genau das wollen wir jetzt machen. Wir schauen uns an, wie man im 320, der 737, dem A310 und der ATR einen solchen NDB-Anflug fliegen kann. Wir fangen mit der 737 an, da erkläre ich alle wichtigen Basics. Schaut euch das also auf jeden Fall an, danach könnt ihr dann zu dem Flieger skippen, der euch interessiert. Meistens ist der Anflug auch als NDB-Anflug aufgeführt, manchmal ist es aber auch ein sogenannter Locator-Anflug. Meint letztlich beides das gleiche, nur dass das NDB, was genutzt wird bei einem Locator, einfach nur eine bestimmte Reichweite hat und zum Beispiel nicht für die En-Route-Navigation im Reiseflug genutzt werden kann. Jetzt aber wirklich genug Theorie, ab ins Flugzeug. Fangen wir mit der 737 an. Hier haben wir den NDB-Anflug in München auf die Bahn 08 Left eingegeben und natürlich die Punkte im FMS mit unserer Karte verglichen. Dazu hier einmal kurz die Karte. Wir nutzen für den Anflug das MIC November Echo NDB und starten unseren Anflug aus 5000 Fuß vom Wegpunkt Margat und sinken dabei mit einem 3 Grad Sinkprofil runter bis zu unserem Minimum. Dabei fliegen wir auf einem QDM, also einem Kurs hin zum NDB, von 80 Grad bis zu unserer Entscheidungshöhe. Das Gegenteil ist übrigens ein QDR, ein Kurs vom NDB weg. Aber wichtig, ein QDM oder ein QDR sind kein Radial. Wir folgen also keinem Radial der Station, sondern QDM und QDR beschreiben nur unseren Kurs, den wir fliegen. Das Minimum bei so einem Anflug ist natürlich deutlich höher, in dem Fall bei 2050 Fuß und wir haben dabei dauerhaft unser Sinkprofil selbst zu überwachen. Dafür gibt es solche Überprüfungshöhen hier auf der Karte, mit denen wir unsere tatsächliche Höhe auf dem Anflug dann abgleichen können. In unserem Beispiel basieren die Entfernungen auf dem Delta MIC November DMI. DMI steht für Distance Measuring Equipment und damit können wir unsere Entfernung zu einer Station im Flugzeug ablesen. Wir fliegen also auf einem Kurs zum NDB und sollen laut einer Tabelle in der Entfernung von 12 Meilen vom Delta MIC November DMI noch 5000 Fuß haben, bei 6 Meilen noch 3100 Fuß und so weiter. Und diese Höhen checken wir auch wirklich jede nautische Meile, um halt zu sehen, ob wir zu hoch oder zu tief sind. In der 737 setzen wir unser NDB jetzt hier im ADF mit der Frequenz 369 kHz. Unser DMI mit der Frequenz 116,0 setzen wir hier im NAV Panel 2. Wenn wir beides aktiv geschaltet haben, sehen wir jetzt zwei Dinge. Einmal die NDB-Nadel, die uns die Richtung unseres NDBs anzeigt, zusammen mit dem Identifier MIC November Echo, übrigens auch hier im Standby-Instrument. Und wir sehen im Navigation Display die Entfernung zum DMI,
die zusammen mit dem Identifier Delta Mike November angezeigt wird. Wir sind jetzt schon im Anflug, drehen gleich auf den Endanflug ein und dafür müssen wir jetzt unser Heading so wählen, dass unser angezeigter Track genau auf der NDB-Nadel liegt. Wichtig zu unterscheiden, Heading ist die Richtung, in die unsere Flugzeugnase schaut und Track ist die Richtung, in die wir tatsächlich fliegen. Wir stellen also ein Heading ein, fliegen aber letztlich einen Track. Hier muss man also nochmal ein bisschen aufpassen, besonders bei Seitenwind. In unserem Fall drehen wir also ein Heading von 078 ein und folgen damit der blauen Nadel genau. Unseren Sinkflug beginnen wir dann beim Punkt Margat, welcher ja laut Karte bei 12 dmi von Delta Mike November liegt. Wir hatten ja in der Karte gesehen, dass wir mit einem 3 Grad Sinkprofil sinken sollen. Die können wir aber nicht direkt einstellen, sondern wir können hier nur eine Vertical Speed auswählen, also eine vertikale Sinkrate. Um ein 3 Grad Sinkprofil zu berechnen, nehmen wir einfach unsere Geschwindigkeit über Grund, die Ground Speed, und teilen die durch 2. Wir fliegen aktuell knapp 200 Knoten, das geteilt durch 2 ergibt 100. Dann hängen wir einfach noch eine 0 dran und müssen also mit 1000 Fuß pro Minute sinken für ein 3 Grad Sinkprofil. Ganz wichtig dabei, sobald der Wind dreht oder wir unsere Geschwindigkeit ändern, müssen wir das Heading und die Sinkrate entsprechend anpassen. Je mehr Seitenwind, desto größer die Differenz zwischen Heading und Track und je langsamer wir fliegen, desto langsamer müssen wir auch sinken. Diese zwei Parameter und unsere Checkhöhen haben wir jetzt dauerhaft im Auge und passen sie, wenn es sein muss, dann halt entsprechend an. In unserem Fall haben wir jetzt etwas weniger Wind, korrigieren also im Heading auf 078 und wir reduzieren unsere Geschwindigkeit auf 155 Knoten, müssen also auch unsere Vertical Speed neu berechnen. Mit nur noch 170 Knoten Ground Speed brauchen wir also nur noch knapp 850 Fuß pro Minute Sinkrate. Ihr seht, wenn wir der Nadel folgen und unsere Höhen checken und anpassen, kommen wir am Ende wunderbar raus. Je näher wir dem NDB kommen, desto empfindlicher ist die Nadel. Und nicht wundern, wenn wir genau über dem NDB sind, dann zeigt die Nadel zum einen manchmal Quatsch an und zum anderen dreht die Nadel einmal um 180 Grad, weil das NDB ja nicht mehr vor uns liegt, sondern dann hinter uns liegt. Und so fliegen wir das jetzt bis zum Minimum, da sehen wir dann entweder die Bahn, dann fliegen wir nach Sicht weiter oder wir sehen keine Bahn, dann starten wir durch. Wichtig ist, ab dem Minimum ausschließlich nach Sicht weiter zu fliegen, wir nutzen also keine anderen Instrumente mehr, sondern gucken nur noch aus dem Fenster. Den NDB-Approach so zu fliegen, funktioniert immer und in jedem Flugzeug, das halt entsprechend ausgestattet ist. Ihr merkt aber sicher, dass das sehr viel Kapazitäten kostet, die einem dann halt an anderer Stelle meistens fehlt. Man muss sich halt sehr darauf konzentrieren, das Heading und die Vertical Speed immer entsprechend anzupassen, um den Anflug auch sauber abzufliegen. Wenn wir es uns jetzt ein bisschen einfacher machen wollen, dann können wir auch das LNAV, also die laterale Navigation, nutzen, um den Kurs abzufliegen. Auch das geht problemlos. Und wir können auch das VNAV mit dazu nehmen, dann kümmert sich auch darum das Flugzeug. So ist es deutlich entspannter, aber man muss natürlich trotzdem alles überprüfen und gegenchecken, ob der Flieger das wirklich korrekt abfliegt. Wir lassen also im Anflug, so wie im restlichen Flug, LNAV und VNAV aktiviert. Dann fliegt der Flieger es ab, wenn wir die MCP Altitude, also die Höhe in unserem Autopilotenpanel, entsprechend runterdrehen. Und das war's im Prinzip auch schon mit allen wichtigen für die 737 bei NDB-Anflügen. Als nächstes schauen wir uns das Ganze mal in der ATR 42 bzw. 72 an. Da haben wir die gleichen Möglichkeiten, entweder wir fliegen es mit Heading und Vertical Speed oder wir nutzen die Unterstützung des LNAVs und VNAVs. Unsere NDB und DMI Frequenzen geben wir hier einmal auf der NAV-Seite ein und schalten sie aktiv. Und dann können wir jetzt hier, wenn wir auf den Primary Flight Display klicken, die Nadeln und die Entfernungen anzeigen lassen. Es kann auch sein, dass man mehrmals drücken muss, bis die richtige Quelle angezeigt wird. In unserem Fall haben wir auf dem ADF-1 das NDB Mike November Echo und auf dem VOR ILS-2 das DMI Delta Mike November gesetzt. Delta Mike November bekommen wir jetzt auch hier angezeigt. Hier ist die Nadel für das NDB und hier die Entfernung für das DMI. Jetzt im Anflug können wir dann wie gesagt entweder wie eben in der 737 mit Heading und Vertical Speed das Ganze fliegen oder wir nutzen LNAV und VNAV, um unsere Workload zu reduzieren. Bei ersterer Variante drehen wir also unser Heading wieder so ein, dass wir der NDB-Nadel folgen und stellen die Sinkrate so ein, dass wir die Checkhöhen auf der Karte erfüllen. Oder wir machen zweiteres und fliegen den Anflug mit LNAV bzw. NAV-Modus und dem VNAV-Modus. Hier können wir übrigens den Approach-Knopf nicht nutzen, aber NAV und VNAV tut's ja auch. Dann kurz vor dem Punkt Margat einfach die Höhe im Autopiloten auf das Minimum runterdrehen, checken, dass der FMA, der Flight Mode Enunciator, auch VNAV und LNAV in grün anzeigt. Und ab dann muss man bis zum Minimum nur noch immer gegenchecken, ob man alles richtig abfliegt, also ob man brav der Nadel nachfliegt und ob man die richtigen Höhen hat. Sollte irgendwas nicht passen, können wir jederzeit auch auf Heading oder Vertical Speed wechseln und damit klassisch weiter navigieren. Ab dem Minimum dann wieder entweder visuell zu Ende fliegen oder wenn man keine Bahn sieht, dann durchstarten. Und das war's auch schon. Ihr seht, gar nicht so schwer.
Im A310 funktioniert es fast genauso, also entweder manuell oder halt vereinfacht mit NAV und Vertical Speed. Wir setzen unser NDB wieder auf dem ADF1 und das DMI in der MCDU auf der Progress Page hier bei NAV. Unsere Anzeigen finden wir hier. Einmal die orangene Nadel, die zum NDB zeigt und links die DMI-Anzeige, die uns die Entfernung angibt. Zum anderen können wir unser Navigation Display auch in den Rose Mode stellen, dann sehen wir hier die NDB-Nadel in Magenta. Die DMI-Angabe können wir alternativ auch in der MCDU ablesen, wenn wir auf der Progress-Seite den Identifier, also zum Beispiel Delta Mike November oder unsere Runway, wenn das der Reference Point ist, hinterlegt haben. Kurz vor dem Punkt Margat aktivieren wir in der Performance-Seite Final 3.0 und aktivieren den FPA, den Flight Path Angle, also unseren Sinkwinkel am Autopilotenpanel auf minus 3 Grad. Oder halt je nachdem, welchen Winkel euer Anflug gerade hat. Wir können den Anflug dann klassisch mit Heading und Vertical Speed abfliegen, dabei natürlich auch immer entsprechend korrigieren. Oder wir folgen dem FMS und fliegen es im NAV-Mode ab, müssen allerdings hier die Sinkrate selber wählen. Für 3 Grad brauchen wir also wieder ca. 1000 Fuß pro Minute Sinkrate, die wir dann den Anflug über wieder an die Checkhöhen anpassen. Natürlich überprüfen wir auch mit der NDB-Nadel, dass wir alles korrekt abfliegen, aber der NAV-Modus nimmt uns so zumindest das Heading-Eindrehen ab. Für die vertikale Navigation können wir uns an der Vertical Deviation im Navigation-Display hier orientieren. Und mehr braucht es nicht, um im A310 einen NDB-Anflug zu fliegen. Zuletzt schauen wir uns das Ganze jetzt noch im A320 an. Dort stellen wir das NDB bei ADF ein und das DMI beim VOR, hier auf der RATNAV-Seite, mit dem dazugehörigen Identifier oder halt der Frequenz, und legt oben die Schalter um einmal auf ADF und auf VOR. Dadurch haben wir jetzt im Navigation Display die Nadel fürs NDB und die Entfernung zu unserem DMI. Außerdem können wir auch hier, so wie im A310 eben, auf der Progress-Seite das DMI oder den Reference Point hinterlegen, um uns dort die Entfernung anzeigen zu lassen. Zum anderen können wir aber auch an unserem DDRMI hier die DMI ablesen, wenn es eine NAV-Frequenz ist. Im A320 gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten, im Anflug zu navigieren und den Anflug zu fliegen. Hier mal eine kleine Übersicht. Je nach Ausstattung können wir einen NDB-Anflug als FLS-Anflug fliegen, also mit dem FMS Landing System, dazu in einem anderen Video nochmal mehr, oder mit dem Approach-Knopf im Autopilot per Final App-Modus oder halbautomatisiert mit FPA und NAV, beziehungsweise ganz analog mit Track und FPA. Der A320 hat im Gegensatz zu den anderen Flugzeugen den Vorteil, dass wir nicht nur Heading und Vertical Speed fliegen können, sondern auch einen Track und einen Flight Path Angle. Um das einzustellen, klicken wir einfach hier und schon könnt ihr Track und FPA einstellen. Damit würden wir also unseren Track in Richtung der Nadel einstellen, den der Flieger dann unabhängig von Windänderungen abfliegt. Anders als bei Heading, wo sich bei Windänderungen der Track ja bei gleichbleibendem Heading ändert. Optimalerweise soll dann die grüne Tracklinie hier genau auf der NDB-Nadel liegen. Am Punkt Margat drehen wir dann den FPA im Autopiloten ein, ziehen einmal am Knopf und schon fliegt der 320 mit einem 3 Grad Sinkprofil. Jetzt müssen wir wieder unsere Checkhöhen überprüfen, genauso wie die Nadel und gegebenenfalls unser Profil anpassen. Alternativ können wir statt einen Track zu fliegen auch den NAV-Modus weiter benutzen und mit dem FPA sinken. Oder wir lassen halt alles das Flugzeug machen und dann aktiviert man einfach kurz vor dem Punkt Margat den Approach-Knopf und damit den Final Approach-Modus oder halt das FLS. Und jetzt fliegt das Flugzeug den Anflug selbst bis zum Minimum weiter. Am Minimum müssen wir dann die Bahn wieder sehen und von dort an rein visuell weiterfliegen oder wir starten halt durch. Und so einfach funktioniert der NDB-Anflug im 320. Damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt den NDB-Anflug jetzt verstanden und probiert ihn am besten einfach mal direkt selbst aus. Wenn noch Fragen sind, lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn es euch ansonsten gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. In den nächsten Videos schauen wir uns dann auch noch VOR-Anflüge, ANAVs und weitere Anflüge an. Bis dahin, macht es gut und always happy landings!